liebe Zuschauer, heute sitze ich mit dem Heiner Willenborg hier. Heiner, wir kennen uns jetzt so, weiß nicht, 4 Jahre, 5 Jahre. Ja. Ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge miteinander geschnackt, aber ja, am besten stellst du dich selber mal vor. Ja, genau. Wir haben über unser gemeinsames Interesse Direktsaat haben wir uns kennengelernt und genau, ich komme aus dem Kreis Kloppenburg. Bin aufgewachsen da auf einem typischen Südoldenburger Betrieb mit Acker und Schweinehaltung, Rindviehhaltung und habe schon früh für mich das Thema Boden, Bodenleben, Bodengesundheit zum Hobby und zur Leidenschaft gemacht. Und ja, so bin ich dann über, ja, schon Mitte der 90er Jahre dazu gekommen, dass ich gesagt habe, bei uns auf dem platten Land verweht es fürchterlich und da muss man aufhören mit dem Pflügen und irgendwas anders machen. Da der reine Tisch immer dafür gesorgt hat, dass immer das Beste, was unser Boden hatte, nämlich den Humus, dass der immer unterwegs war. Und das war auch so, dass ja, das, was uns beide ja auch immer irgendwie angefixt hat und was uns auch zusammengebracht hat. Boden schonen, Boden leben, Boden, ja, Aggregatstabilität und ich lerne gerne dazu und lehre aber auch gerne, aber nicht so oberlehrermäßig, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern einfach aus Freude am Wissen teilen. Und das habe ich bei dir auch so kennengelernt. Jetzt haben wir ja das Thema, dass, also ich merke es ja immer viel, dass die Landwirte eigentlich eine Beratung möchten oder na, räumen wir das Pferd mal ein bisschen anders auf. Die Direktsaat-Pioniere, das sind ja alles von der Persönlichkeit, sag ich mal so, Leute, die ich eher so jetzt Autodidakten nennen würde. Ne? Die lernen sich da selber rein, die knien sich da selber rein, weil das ist möglich. Das ist halt nur, man muss dahinter stehen, man muss das wollen. Und wir merken ja jetzt so langsam, das Thema ist auch für andere Landwirte interessant geworden, nennen wir sie mal die Early Adapters. Ne? Und da sind ja viele Landwirte dabei, die sagen, ah, nee, ich will mich da jetzt gar nicht so tief vorher reinarbeiten. Ich brauche so ein bisschen Anlaufhilfe oder ja, weiß nicht, wie man es nennen will. Ne? Und dann hatten wir ja auch mit Jana von der GKB gesprochen und die sagte, du, die ganzen, oder nicht die ganzen, aber sehr, sehr viele von den Neuanmeldungen, die haben alle Nachfrage nach Beratung. Ne, den fehlt praktisch jemand, der einmal guckt und rausfindet, wo es hakt. Ne? So, und ich sag mal, das ist ja jetzt nicht so rein auf die Direktsaat und Regenerative Aquaculture beschränkt. Das ist ja auch, sag mal, wenn jetzt ein Betrieb noch am Pflügen ist und der weiß noch gar nicht den Weg überhaupt dahin, ob es jetzt über eine Mulchsaat geht, über einen Strip-Till oder wie auch immer, wo dann doch häufig nochmal ein Blick von außen mit ein bisschen Erfahrung auch nochmal helfen kann, dass ja, man in eine Richtung hilft oder Genau, es ist ja so, das wissen wir beide, wir haben es irgendwann mal umgestellt und wir wissen halt jetzt vielleicht nicht mehr genau, wie Pflügen geht. Das könnte man uns vielleicht wieder lernen und lehren. Nein, bitte nicht. Genau, aber es ist durchaus so, der Betrieb, der direkt vom Pflügen kommt, das wäre schon ein bisschen Harakiri, wenn er einfach sagt, ja, jetzt Pflug wird verschrottet und jetzt machen wir mal eben einfach hier alles auf Direktsaat und weiß eigentlich gar nicht, auf was er sich da einlässt. Das ist ja auch ein hohes wirtschaftliches Risiko. Landwirte sind Unternehmer und tragen auch ein wirtschaftliches Risiko und das ist auch nicht so ohne. Die Gewinne sind da nicht wie in der Industrie. Das ist alles in vorsichtige Abschreibungsraten, auch bei Maschinen und Geräten. Da sprechen wir nicht von 33 oder 35 oder 40%. Wir sprechen von vielleicht 10% Abschreibung und so, dass wir halt auch gucken müssen, wie weit ist der Betrieb überhaupt mit der Technik, die vorhanden ist. Und das ist halt mein Steckenpferd, vielleicht auch ein Stück, weil ich, da ich in den 90er Jahren schon damit angefangen bin, aufzuhören zu pflügen, habe ich natürlich mir den Weg da komplett ohne die heutigen modernen Medien, ohne Networking, wie man es heute kennt, erschaffen müssen, sondern musste alles irgendwie aus der vorhandenen Technik herauszaubern. Also
Der Flug wurde in die Ecke gefahren. So der Frostgrubber, der noch auf dem Hof war, der vierbalkige mit dem Doppelherdscher und der Flachstahlwalze dahinter, der musste dann irgendwie dafür herhalten, die Drilltechnik hatte keine Scheiben oder sonst irgendwas. So, das ist halt sehr, ja, das war wirklich Learning by Doing und musste auch irgendwie erfunden werden von mir selber irgendwie, so dass ich halt... Die Technik gab es ja in den 90ern nicht so, wie wir sie gebraucht hätten. Das gleiche Problem hatten wir ja damals auch. Genau, ne? so ein tolles Teil, wie du auf dem Hof hast, glaube ich nicht, dass es da schon mal... Vielleicht hatten die Australier schon eine Idee, aber es war nicht so weit, zumindest in Europa nicht. Genau, in Europa definitiv nicht. Genau, und da ist halt, das ist halt der Punkt, wo ich die Landwirte dann auch abholen kann, wo wir eben von sprachen, um dann nochmal wieder dran anzuknüpfen. Ich weiß, wie es ist, wenn man diesen Weg direkt vom Pflügen in eine reduzierende Bodenbearbeitung und dann vielleicht in regenerative Landwirtschaft überführen will. Und habe so simple Dinge wie meine Bodensonne seit, keine Ahnung, über 20 Jahren immer im Auto liegen, zumindest wenn ich rausfahre aufs Feld in dem Auto und stecke einfach mal das Ding in die Erde und guck mal, fühl, ne, wie es da unten aussieht und kann halt dadurch, dass ich auch viele Böden gesehen habe, du weißt, ich habe die eine oder andere Bodenreise durch Deutschland bis zur ungarischen Grenze bei unserem Freund Franz Grötschel. Das war so ziemlich das Östlichste, was ich in Österreich dann gesehen habe. Habe ich viele, viele Böden gesehen und habe halt auch dadurch einen Eindruck, wo Boden stehen kann und wo auch Landwirte stehen, gerade im Moment, und wo wir die abholen können, wo ich die abholen kann und auf welchem Weg man die bringen kann, die Kollegen. Ja, und ich sage mal, das Problem in der Landwirtschaft oder eines der Probleme ist ja auch, die Beratung kommt in der Regel von den Verkäufern. Ne? Das heißt, da kommt ein Verkäufer auf den Hof und zeigt was und sagt denen ganz schnell so und so und so, das machst du dann alles und dann kaufst du die Maschine und das alles danach, das ist gar kein Problem, das geht einfach. Und da geht der Landwirt dann ja ein bisschen anders ran und sagt so, mach mal langsam, mach mal vorsichtig. Genau. Ne, oder verheb dich nicht. Ne? Genau. Ist ja auch mal eine Frage der Betriebsgröße. Ich meine, klar, so ein großer Betrieb in neuen Bundesländern, der kann mal eben vielleicht noch flott was machen, aber die meisten Familienbetriebe, das ist nicht ganz so einfach. Ne? Genau, und das ist ja auch die mich in den Gruppen, die wir auch ja gemeinsam besuchen und wo wir auch gemeinsam drin sind, wahrgenommen haben, wissen ja auch, dass ich da manchmal die Spaßbremse bin und sage, okay, Freunde, diese bunte Technikwelt ist wunderbar und ich finde das auch toll. Punkt 7. Genau, aber es gibt halt noch viele, viele Punkte oder einige Punkte, sind auch nicht so viele, es ist ja kein Hexenwerk am Ende des Tages, aber es gibt halt Punkte, die vorher stehen. Man muss nicht, und das ist gut für die Betriebe, eigentlich ist es super gut für die Betriebe, man muss in diesem Fall, wenn man Bodenschonung angehen will, sich nicht gleich investitionsmäßig verheben. Und meine Intention ist auch mit meiner Beratung, das hast du gerade angesprochen, wir Landwirte erkennen es kommt irgendein Vertreter auf den Hof, der hat für Maschinen, der kommt nicht so oft, aber was regelmäßig kommt, sind die Leute, die irgendein Pülverchen haben, das ein Wunder bewirkt und die Pflanze wächst auf einmal wie von alleine oder der Boden dreht sich dreimal im Kreis und spuckt nur nach Regenwürmer aus oder, ne, du weißt, was ich meine. Und die wollen immer sofort ganz viel verkaufen dafür. Genau, die wollen ganz viel verkaufen, verkaufen auch Beratung mit, helfen bestimmt auch. Und ich meine, gerade aus der Ecke, wo ich herkomme, aus dem Kloppenburger Land, da wird auch viel über die Futtermittelberatung gemacht. Das ist auch bestimmt wichtig, alles in allem. Aber es wird immer ein Produktverkauf dabei gesehen. Genau. Die Leute, die zu dir kommen, haben immer ein Produkt mit im Petto. Und deren Aufgabe und deren Geldverdienen kommt aus dem Produktverkauf und deren Wertschöpfung kommt aus dem Produktverkauf. Und ich möchte, dass da auch ein, ja, das sind wir vielleicht auch wieder auf einem Pioniersweg, dass man in Deutschland einen Weg auftut, zumindest für diesen Bereich, der da auch noch ganz neu ist, Bodenbiologie, Bodenleben, Bodenschonen, dass das nicht über einen Produktverkauf ausschließlich finanziert wird, sondern das Wissen, was jetzt über
ja, 2,5 Jahrzehnte angesammelt worden ist. Und diese Menschlichkeit und dadurch entstandene Netzwerkfähigkeit, das quasi als Angebot zu machen und das den Kollegen an die Hand zu geben, um dann frei zu entscheiden, wie man dann auf dem Hof vorgehen kann und will. Auch weil das ist ja am Ende, soll der Landwirt selber es umsetzen und muss es auch umsetzen, denn wir wissen, dass Landwirte, jeder Hof hat seine eigene Geschichte, jeder Betrieb oder jede Region hat seinen eigenen inneren Antrieb, seinen beeinflusst durch Religion, durch Schützenvereins- oder Karnevalsvereinswesen oder Brauchtum hier oder da oder verwandtschaftliche Beziehungen, wie auch immer. Es ist alles sehr historisch gewachsen und meine Intention ist halt, dass der Landwirt eine Beratung dann hat, einen Weg aufgezeigt bekommen hat und dann mit seiner Familie sich auf den Weg macht. So, und das ist vielleicht nicht so gängig in Deutschland, aber auch mit Sicherheit ein Punkt, der auch angefasst werden darf. Und dann vor allem auch unter dem aktuellen Stand des Wissens. Ne? Weil zum Beispiel, sagen wir beide, wir stehen ja auch relativ am Anfang, dass wir ein bisschen probieren mit Bodenbiologieanpassung, mit Pilz-Bakterien-Verhältnis. Aber das ist für mich einfach total wichtig, dass man dann sagt, ja, wir sehen da Potenzial, aber versprechen können wir noch nichts. Ne? Nee, genau. Wir sehen das Potenzial. Genau, das ist aber das, was wir schon erkannt haben und was auch in unserem Netzwerk auch Wissenschaftler ja auch gesagt haben. Wir stehen da am Anfang und wenn wir auf die Wissenschaftler zählen können, die wir kennengelernt haben, haben wir die Ahnung als Praktiker, was da auf uns zukommen kann. Wir alle haben, wo wir gerade von den Pilzen sprechen, wir haben alle fleißig geübt, vor Jahren Mykorrhiza auszusprechen, den Zungenbrecher schlechthin. Und die Wissenschaftler, die wir über diesen Bereich kennengelernt haben, sagen uns jetzt, okay, Mykorrhiza habt ihr gut auswendig gelernt, aber das ist halt nur ein kleiner Baustein von der Riesenwelt, die da unten abgeht und die Wissenschaft so langsam versteht. Und wir haben jetzt ja die letzten 2, 3 Jahre uns da ja auch ganz doll mit beschäftigt und die wir auf den Flächen, die wir halt langjährig so bewirtschaften, immer wo schon gesehen haben, dass irgendwas da passiert, so eine Dynamik da irgendwie drin ist, die wir aus unseren Schulbüchern, aus unseren Lehrbüchern und aus dem Wissen, was wir von unseren Vätern und Großvätern vielleicht mal angetragen bekommen haben, so nicht kennen, sondern dass es eine andere Dynamik ist. Und wir haben jetzt das wunderbare große Glück, dass wir da und durch unser Netzwerk, ja, unser Netzwerk Gedanken, unser Netzwerk Tun und Fleiß, diese Leute dann auch gefunden haben, die uns da auf diesem Weg begleiten wollen. Und ich denke, dass wir das auch zukünftig, wenn wir das dann selber in unseren Betrieben gesehen haben, wie es funktioniert und wir halt auch wissen, wie es helfen kann, dass wir das dann auch wieder auch noch zusätzlich wieder dazu an die Kolleginnen und Kollegen weitergeben wollen und können, um dann da nochmal gerade im Hinblick auf die ganzen Düngeverordnungssachen, die da auf uns zugekommen sind und auch vielleicht auch noch zukünftig auf uns zukommen werden. Wir wissen ja noch gar nicht so ganz genau, wo die Reise hingeht politisch und auch wirtschaftlich, denn es ist ja nun mal so, wenn es halt politisch auch angestrebt ist, Düngemengen nach unten zu fahren, vielleicht können wir es auch wirtschaftlich so hinkriegen, dass wir mit geringerem Düngemitteleinsatz auch höhere oder gleich hohe Erträge und Qualitäten erzielen. Wir wissen schon, dass wir mit dieser Form der Landbewirtschaftung weniger Herbizide und Fungizide einsetzen und Insektizide. Da haben wir Beispiele bei den Kollegen, die das einfach auch
so erlebt haben und auch so leben und auch so handeln in ihrem täglichen landwirtschaftlichen Tun. Und fahren halt nicht mehr so oft auf den Feld herum und müssen halt irgendwas ausbringen, was natürlich auch immer Geld kostet. Und denke, dass wir da ein Feld aufgraben gerade, ein Fass aufmachen, wie man auch im Deutschen so schön sagt, was noch richtig uns nach vorne bringen kann und wird, auch in der Landwirtschaft. Denn ich habe oft viele Dinge, die ich mir beibringen musste, das wirst du wahrscheinlich genauso erlebt haben, habe ich durch Beobachten erforscht. Stand am Feld oder im Feld, war mit dem Spaten im Boden und habe einfach das, was ich letzten Herbst mich noch aufgeregt hat, dass zum Beispiel der Altenteiler einfach eine ganze Schippe Eichenlaub da abgekippt hat und ja, auf einmal passiert was mit diesem Haufen, der in keinem Lehrbuch drin steht. Der ist auf einmal so voller Leben und Eichenlaubszeug, was am schlimmsten zu zersetzen ist in der Kompostierung, wo jede Kommune immer die Nackenhaare hochkriegt, wenn die im Herbst das ganze Laub da zur Kompostierungsanlage gefahren kriegen, ist auf einmal voller Leben. Und das ist das, was mich immer wieder zu neuen Entschlüssen gebracht hat, diese Beobachten, das ist jetzt ein praktisches Beispiel, immer wieder zu neuen Erkenntnissen gebracht hat, die mich immer wieder ermutigt hat, diesen Weg weiterzugehen. Und ich habe selber auch von alten Kollegen gelernt und auch Wissen mitnehmen dürfen und auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht immer nur geradeaus geht. Ist natürlich auch so. Es gibt auch in unserem System, was wir beide favorisieren und was wir nach vorne bringen wollen, immer wieder Momente, wo man denkt, ja, verflixt nochmal, was ist jetzt passiert? Und da ist es halt gut, jemanden an der Seite zu haben, der das einfach kennt und das erlebt hat und das quasi nicht mehr gleich umfällt beim ersten Gegenwind, sondern halt ja, weiß. Das kann eine Menge Ärger und Geld einsparen. Ne? Ja, genau. Und wenn man das halt weiß, wie man das dann, dass es halt so ist, zum Beispiel, es gibt Zyklen in der Natur, die es auch heute in der technischen Welt einfach noch gibt, die wir halt beobachtet haben und die ich auch selbst bei unserem Betrieb, wo mir jeder in den 90er Jahren gesagt hat, das wird nie funktionieren, weil es halt so und so ist. Aber es ist trotzdem so, dass es halt doch machbar ist mit einer guten Beobachtungsgabe, mit einem Sinn für Durchhalten, mit einem Sinn für am Ball bleiben, was eigentlich wir Landwirte ja gut vererbt bekommen haben. Denn uns ist Nachhaltigkeit in die Wiege gelegt. Der alte Spruch der alten Herren ist halt, du erbst es von deinen Enkeln. Als ich das jemand in der Stadt mal erzählt hat, habe ich das gar nicht verstanden. Von deinen Enkeln, Moment, die sind ja vielleicht noch gar nicht geboren. Wie meinst du das jetzt? Ja. Ne? So, und das ist so, das ist halt dieses Wissen, wo ich das große Glück hatte, dass mir das halt immer wieder begegnet ist und dass ich einfach auch die große Neugier hatte, das aufzunehmen und das zu verinnerlichen. Das mit dem Beobachten hast du noch ganz schön gesagt, weil wenn ich jetzt mal so zurück überlege, ich habe den Betrieb ja vor 13 Jahren, ziemlich genau jetzt gerade vor 13 Jahren übernommen und ich musste ja wirklich von jetzt auf gleich, zack, 100% rein, weil war nun mal so. Und so, du machst die ersten paar Jahre, machst alles so, wie du es halt vorher auch gelernt hast, oder nicht, du machst nicht alles so, aber du funktionierst erstmal. Du machst das alles, du nimmst dein Wissen, was du gelernt hast von der Arbeit vorher auf dem Betrieb, aus dem Studium und so weiter. Und dann kommst du an so ein paar Punkte, wo du irgendwelche Sachen auf deinem Feld siehst. Ich kann jetzt gerade nicht mal mehr so die Beispiele geben. Das ist ja schon wieder viel zu lange her. Aber dann stehst du da und denkst, das passt doch nicht. Das passt nicht mit dem, was ich gelernt habe. Wie kann das? Warum geht das? Wo kommen da jetzt gerade die Nährstoffe für her?
und all solche Sachen. Ja, die kommen irgendwie aus der Biologie, es kann keiner erklären. Aha. Ja, genau. Ne? Wie, was, wo. Ne? Und, ja. Und dann gehst du da mathematikermäßig ran und denkst so, das passt nicht. Ne? Ja. Du sagtest auch noch, du warst auch im vor- und nachgelagerten Bereich aktiv. Ja, genau. Da ich aus einem Betrieb komme, der auch Veredelung hat, mhm, und auch in der Veredelung aufgewachsen bin, habe ich natürlich auch mit dem vor- und nachgelagerten Bereich viel mehr zu tun gehabt als ein reiner Ackerbauer vielleicht, mhm, sogar, weil durch die Vielfalt Futtermittel, Tiereinkauf, Verkauf und Schlachtereien, Stalleinrichter und so weiter, mhm, hast du halt ein großes Umfeld an vor- und nachgelagertem Bereich. Und wer einmal neugierig veranlagt ist und auch so ein bisschen das in der Wiege hat, give me a problem and I give you the solution, der sieht auch, wenn er durch den Stall geht und sagt, mhm, ja Mensch, hier ist irgendwie, das könnte noch besser. Und so, mhm, habe ich im Fütterungsbereich ein paar Sachen begleitet, zwei Fütterungsanlagenhersteller bei Entwicklungen begleitet, die quasi irgendwas Neues brauchten, wo die selber noch, also bei dem einen hab ich's gesehen, dass er was braucht, weil wir von ihm die Technik im Stall hatten. Und ich habe zu dem gesagt, ja, pass mal auf, Sensorfütterung wäre eigentlich etwas, was die Flüssigfütterung braucht jetzt. Wir haben Schweinerassen, die ad libitum Futter aufnehmen können, die das umsetzen können, die in der Futterverwertung nicht abrauschen werden, in den Mortalitätsraten nicht abrauschen werden, sondern die brauchen permanent Futtervorlage, um auch konstant mit Nährstoffen versorgt zu sein und so weiter und so weiter. Und ich habe gesagt, wir brauchen einen Sensor im Flüssigfütterungsdruck, der uns misst, wenn es leer ist und wenn es wieder voll werden muss. So ist mal ganz, 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 mhm, einfach gesprochen. Das war das Erste, was ich da so mit begleitet habe. Und genau, dann gab es nochmal was zur Fermentation im Flüssigfütterungsbereich. Da habe ich ein Unternehmen dahin begleitet, dass die Erfindung, die die da hatten im Fermentationsbereich, auf der Eurotier 2006 eine Silbermedaille bekommen hat. Mhm. Ja, solche Sachen haben mir immer schon Spaß gemacht. Mhm. Und genau. Und auch im Bereich jetzt, zum Beispiel Tierhaltung Stufe 4 beim Schwein, mhm, wo wir jetzt gerade beim Schwein sind, kann ich das Beispiel auch noch einmal sagen. Ich habe ein Konzept entwickelt für die Haltungsstufe 4 beim Schwein, quasi ein Konzept für die Draußenschweinehaltung, mhm, unter Berücksichtigung der Hygieneaspekte in Bezug auf ASP, also afrikanische Schweinepest. Das ist natürlich auch eine, mhm, große Verantwortung, wenn ich als Tierhalter ein Tier in die Natur wieder zurückbringe. Ja. Da muss ich natürlich auch wissen, dass wir definitiv in einer veränderten Welt leben, wo wir halt solche Problematiken haben, die auch mit Massentierhaltung oder Ähnlichem nichts zu tun haben. Hat ganz viel damit zu tun, dass wir so global geworden sind und, mhm, durch dieses Transportieren von, mhm, Waren, Menschen und Tieren, was auch immer, rund um den Globus, haben wir auch andere Ströme, andere neue, viele, viele neue Schwierigkeiten, die wir beispielsweise in den 50er und 60er Jahren, mhm, überhaupt gar nicht kannten, oder auch in den 70er Jahren. Das ist also ein Thema des jetzigen Jahrtausends geworden. Mhm. Und im Grunde genommen ist es immer das Gleiche. Es gibt ein Problem und jetzt muss jemand halt einmal drauf gucken, am besten, mhm, von außerhalb, der einfach die offenen Augen hat und der, mhm, einfach auch die Gelassenheit hat, und auch, mhm, den Rücken dafür halt zu sagen, ja, pass mal auf, du hast da und da ein Problem. Es wäre doch so viel einfacher. Und was wichtig ist, und das ist mir, das weißt du auch, das haben wir oft kommuniziert, das will mir nicht auch manchmal die Spaßbremse in unseren Gruppen, was wichtig ist, ist die Verantwortung, die ich damit gelernt habe, die Verantwortung in diesem Umgang mit, ja, diesen Themen. Denn es gibt Menschen, die propagieren Lösungen, die keine Lösungen sind, sondern, mhm, wieder neue Irrwege. Niemand ist Gott, ich auch nicht. Sackgassen. Ja, Irren ist menschlich, ist klar. Mhm.
bei mir ist es halt aus einer Verantwortung heraus, die ich gelernt habe, ganz jung schon, weil ich auch ganz jung schon in die Verantwortung reingenommen worden bin von meinen Eltern. Und das ist halt das, was so das auch noch ein bisschen ausmacht. Und deswegen möchte ich auch nicht unbedingt ein reiner Produktverkaufsberater sein, was natürlich heute überall gesucht wird und überall auch eine Händlerin gesucht wird von Firmen, sondern möchte einfach Wissen geben und auch nehmen wieder. Ne? Denn wir haben alle jeden Tag noch die Möglichkeit dazu zu lernen. Und das ist mir durchaus bewusst. Einer meiner alten Vorfahren hat irgendwann zu mir gesagt, Heiner, guck mal auf deine Hand, streck mal die aus. Okay, was mit deinen Fingern? Ja, du, der Stinkefinger ist der längste. Ja, und hast du schon mal eine Hand gesehen, wo die alle gleich sind, ohne dass die Motorsäge da dran hergefahren ist oder die Kreissäge? Nö. Wenn deine Finger gleich lang gewachsen sind, dann hast du ausgelernt. Altes Wissen, alte Weisheiten. Ja, passiert nicht. Viel Wahrheit. Es passiert nie. Also sei bereit, lerne jeden Tag und sei bereit, teile es. So, und da das halt ein gewisser Aufwand ist, werde ich das als Business dann machen, denn ein bisschen Aufwand ist es auch. Auch wenn man das als Wissen teilen möchte, geht es auch in unserer monetär veranlagten Welt nun mal nicht anders. Dann muss man da ein Geschäft draus machen. Das ist eben so. Wir waren ja vor ein paar Wochen auch mal in so einem, wie will man es nennen, so Permakultur-Dorfprojekt, haben uns das zusammen angeguckt. Und das war ja auch, wir sind da zusammen durchgelaufen und du hattest ja sofort so viele Ideen, was man da überall machen könnte und den Waldbereich passend mit weiter nutzen und dies und das. Ne? Also. Genau. Es ist so, dass mir auch im Laufe der Zeit viele, wo ich eben schon von gesprochen habe, viele Dinge auch außerhalb und vor und nach der Landwirtschaft begegnet sind. Und als wir da auf den Hof kamen, dieses Projekt uns angeguckt haben, sind mir gleich einfach ganz viele Dinge eingefallen, wo man diesen Menschen noch helfen könnte und auch Rat geben könnte. Oder ich drück's mal andersrum, mal ganz platt aus. Also die Idee, die hatten ja richtig viele Ideen. Und das war dabei auch sehr viele Sachen, was wir schon gut hingekriegt haben. Aber du merkst halt, die Leute haben keine landwirtschaftliche oder gärtnerische Ausbildung. Ich drück's mal so aus. Ne? Die sind sehr neugierig, die wollen auch was lernen und Hilfe dabei. Und das merkt man da so ein bisschen. Ne? Genau, das ist auch ein Feld, was ich gerne mitbearbeiten würde und auch gerne mit unterstützen würde. Ich habe viele Menschen kennengelernt, gerade in den letzten Jahren, wo die regenerative Landwirtschaft bekannter geworden ist, die gerade aus den verschiedensten Bereichen des Lebens kommen und sich gerade organisieren, teilweise am Organisieren sind noch, solche Projekte angehen, wo man zusammenleben will, wo man zusammen wirtschaften will und auch in verschiedenen Formen auch landwirtschaften will oder forstwirtschaften will. Und ich glaube, du hast mich da erlebt in dem Moment, wo ich einfach so losgeplaudert habe, was beim auf den Hof kommen mir schon alles aufgefallen ist. Und es ist auch ein Bereich, den ich gerne mitbetreuen würde. Diese Menschen, die so einen unglaublichen Enthusiasmus haben und so viel unglaublich viel Freude daran haben, die Landwirtschaft in ihren verschiedensten Facetten zu entdecken, denen meine Expertise anzubieten und zu sagen, wir nehmen euren Schwung, eure Energie und bringen die jetzt auf diesen und jenen Weg und fassen eure Ideen zusammen und machen da jetzt einen landwirtschaftlich praktischen Rahmen drumherum. Im ersten Schritt denke ich ja mal sogar die Sackgassen vermeiden oder die Irrwege oder wie man es nennen will, das kommt, glaube ich, auch sehr häufig vor, weil es ist klar, das Hintergrundwissen ist nicht da. Genau. Und der Landwirt kann sofort sagen, so, oh nee, das macht nicht die Richtung. Genau. Und dann. Ne? Es ist so, wenn man aus der Industrie kommt, aus der Verwaltung kommt, aus der IT kommt, da gibt es einfach immer klar skalierbare Wege. So,
gibt es die Lösung, die man technisch aufgreifen kann, die man sehr weit auch durchplanen kann. Und Landwirtschaft und Natur und Leben funktioniert ja nun mal anders. Es ist nicht skalierbar. Wir haben darüber gesprochen, auf einmal entdeckt man etwas, was einfach ganz anders funktioniert, als es in irgendeinem Buch stand oder in irgendeinem Video mal besprochen worden ist. Und das führt dann schnell in Wege, die einfach schneller zu Ende sind, also eine Sackgasse werden, als die Beteiligten gucken können. Und führt dann, das habe ich auch erlebt, führt zu Frustration, führt zu Ärger, führt im schlimmsten Fall zur unnötigen Aufgabe des Projektes. Und auch das ist schon passiert, weil man sich dann natürlich in diese Irrwege und diese Sackgassen verstrickt hat, emotional nicht mehr das leisten konnte, das irgendwie zu überbrücken und dann sich gegenseitig so verheddert hat, um das mal sanft auszudrücken, dass man auseinandergelaufen ist. Und da ist mit Sicherheit viel zu vermeiden, was im Moment noch nicht vermieden wird. Ich habe auch mal gehört, das ist sogar das Häufigste, was in diesen Projekten scheitert. Dass das die eigentliche Produktion ist, die eigentliche Permakultur oder No-Dig oder welches System die auch immer da fahren, Market Garden, da sind viele Vorstellungen und ach ja, ne, Landwirtschaft, ach ja, Gärtner, kann doch jeder. Ne? Genau. Genau. Ne? Und dann merken die plötzlich erstmal so, okay, das funktioniert vielleicht erstmal die ersten 2 Jahre, ja, so lala, ne? Und dann merken sie, ach je, ne. Das ganze komplexe Hintergrundwissen, das fehlt einfach. Ne? Der Mut und der Wille zur Nachhaltigkeit, zum Durchhalten ist da nochmal ganz anders gefordert, weil wir nun mal nicht in Quartalen denken, in Monatsabschlüssen denken, sondern wir denken, naja, wir sind auch schnell mal im Jahrzehnte denken als Landwirte, weil wir, ne, oder Forstwirte noch extremer als Landwirte. Ja. Und das ist etwas, was in der Gesellschaft gar nicht mehr gelernt wird und auch gefühlt wird nicht mehr. Und das, wie du schon sagst, scheitern auch viele Projekte dran, weil das auf einmal dann auftaucht. Und auch das kann man auch nicht in einem Lehrbuch nachlesen. Das ist einfach Leben, so wie es funktioniert. Ne? Und man sagt ja, so eine reale Permakultur, das dauert ja 5 oder 7 Jahre, bis sich das mal alles aufeinander eingestielt hat. Das ist blöd, wenn man die 5 bis 7 Jahre dann in die falsche Richtung gegangen ist. Ne? Das, ja, schon echt mistig. Dann, ne? Dann steht man nachher nochmal am Anfang. Das genau. Ganz schade. Ne? Genau, das ist schon super schade. Und es ist auch wichtig, dass man dann auch weiß, dass man nicht nur einen einzigen Weg in so ein Projekt anstrebt, sondern dass man auch sich ein bisschen breiter aufstellt. Wenn auch ich muss ja dann auch, selbst wenn ich da hinkommen würde, müsste ich auch erstmal gucken, wie reagieren die Menschen, die das am Ende dann auch umsetzen wollen. Was ist wirklich der Weg, den diese Menschen gehen können? Das ist mir nochmal so richtig auf den Punkt gekommen. Ich hatte das Glück, dass ich an einem großen Kongress teilnehmen durfte mit über 70 Teilnehmern aus fast 20 Nationen, die wirklich viele solche Projekte angegangen waren und auch angegangen sind und auch noch dabei waren, aber mit denen ich sehr gut im Kontakt kam. Das war aus wirklich von Skandinavien bis Indien waren Teilnehmer da, Amerikaner. Der größte Teil war natürlich aus Europa, ganz klar. Aber es waren zu 70% Menschen, die nicht in der Landwirtschaft ursprünglich tätig waren, sondern die aus Idealismus, aus Euphorie und aus Freude heraus ein Projekt angegangen sind im Bereich Landwirtschaft, wozu für Market Garden, Permakultur etc. alles dazugehört, die dann irgendwann zu mir gekommen sind, als wir uns ein bisschen kennengelernt haben und einfach gesagt haben, Mensch, Heiner, wenn uns das vorher einer gesagt hätte, auf was wir uns da einlassen, wir hätten es niemals getan. Und da habe ich gesagt, okay, aber würdet ihr nochmal wieder tauschen wollen? Nein, um Gottes Willen. Wir wollen nur, hilf uns, ne? Was können wir machen, dass es uns leichter fällt? Ja, es wird sehr viel bläuäugig daran gegangen. Ne? Genau, das ist einfach, ist ja auch schön. Ich kann es auch verstehen,
habe auch viele Städte besucht in der Welt, Gott sei Dank. Und bin immer wieder froh, wenn ich da wieder raus bin. Es ist super spannend und es ist mit Sicherheit auch interessant für viele, da erst auch nochmal zu leben. Aber ich kann verstehen, dass man irgendwann sagt, ja, da draußen ist eine andere Welt und die will ich jetzt kennenlernen. Und ja, in dieser Draußenwelt, da leben wir als Landwirte. Und dann ist es halt gleich das schnell mal das Thema, ich will irgendwas auch Landwirtschaftliches machen da. Geld ist vielleicht wohl da, um solche Projekte umzusetzen, aber die Ernüchterung ist oft riesig. Ja. Nach relativ schneller Zeit schon. Also das ist, da gehen oft gar nicht Jahre ins Land, das geht oft ganz schnell, dass Ernüchterung eintritt. Und das muss gar nicht sein. Man kann auch diese Freude daran behalten. Es sind oft gar nicht auch die so, weißt du, auch, das sind ja nicht so die weltbewegendsten Dinge, die getan werden müssen. Aber es gibt halt gewisse Kniffe, die dabei sind, um die entscheidend sind. Die entscheidend sind und um das Ganze auch am Leben zu erhalten und auf den richtigen Weg zu bringen. Hast du gerade noch bestimmte Themen, die du noch gerne noch ansprechen möchtest? Die letzte Zeit habe ich viel darüber nachgedacht, als ich auf dem Weg war, mich dazu entscheiden, nochmal was Neues anzufangen. Mhm. Es gibt einen Themenbereich, der die Landwirte sehr sauer aufstößt. Und das ist halt Politik und Verwaltung. Mhm. Und ich habe durch mein Netzwerk und auch durch Kontakte aus meiner Familie heraus kennengelernt, dass da eine sehr große Kluft entstanden ist. Mhm. Ich weiß, dass es auch durchaus auf beiden Seiten der Wille da ist, wieder aufeinander zuzufinden. Und da wäre ich auch gerne im Bereich Politik, Hochschulen, Wissenschaft, Landwirtschaft, derjenige, der halt da auch zusammenbringt, zusammenführt, weil ich nicht nur Landwirtschaft kennengelernt habe, sondern auch Arbeit in der Politik kennengelernt habe, Wissenschaftler kennengelernt habe und sehe, dass da durchaus der Wunsch da ist, zusammenzufinden, aber das Know-how, wie sollen wir es tun? Ist eine Herausforderung. Das ist die Solution. So, und da würde ich gerne, das ist eine Herausforderung, aber der würde ich mich auch gerne stellen. Also ich weiß, dass unsere Bundesregierung viel Geld für Berater ausgibt. Vielleicht brauchen sie auch mal einfach einen, der aus der Praxis kommt. Aber das ist jetzt, das ist, mag sich ja ein bisschen vermessen anhören, aber es ist halt so, dass dieser Wunsch einfach bei mir von beiden Seiten immer wieder auftaucht. Nicht nur aus der Landwirtsseite, sondern auch von der anderen Seite. Und das ist nicht nur bei Regierungsmitarbeitern so, das ist auch bei Wissenschaftlern so oder Hochschullehrern oder auch selbst Berufsschulen, die mich angesprochen haben, privat, die sagen, ja, weißt du jemanden, der uns hier irgendwie weiterhelfen könnte? Wir müssen ja dafür nicht unbedingt einen extra Lehrer einstellen, aber uns sagt das Thema regenerativ so wenig, uns sagt das Thema Nachhaltigkeit. Ja, und so vor allem, ich denke mal, da ist wichtig, vor allem, dass es dann jemand macht, der auch einen großen Überblick hat über das Ganze. Ne? Ja, genau. Weil diese ganzen, ich nenne es mal Inselspezialisten, ne? Das führt häufig zu nichts. Ne? Die haben dann irgendwo eine super Idee und sehen aber nicht die 10 Probleme, die sie an einer anderen Stelle damit produzieren, ne? Mit deren Lösung. Wir wissen halt, es gibt sehr viele Daniel-Düsentriebs auf dieser Welt und sind ganz tolle Menschen, aber diese tollen Menschen haben oft das Problem, dass sie so sehr in ihrem Erfindergeist gefangen sind und ihrer wissenschaftlichen Arbeit gefangen sind, dass das Zwischenmenschliche oftmals auch gar nicht mehr da ist, sodass sie auch gar nicht wissen, dass die super spezielle Forschung, die sie da mit viel Herzblut betreiben, nicht nur Gutes produziert, sondern dass es natürlich bei jeder Medaille auch eine zweite Seite gibt. Und das ist denen halt dann
abhanden gekommen. Mhm. Nicht mit Absicht und auch nicht böswillig, aber es ist einfach so passiert. Vor lauter fleißiger Arbeit, das kann ich mir auch vorstellen, das ist durchaus passiert. Und ich habe letztens eine Truppe kennengelernt, die hatten einen Elektrotraktor, wollten die bauen. Mhm. Und zufällig habe ich davon ein Bild gesehen. Und dann habe ich mich über mein Netzwerk bemüht, an diese Leute ranzukommen und habe hab denen erzählt, was für Potenzial deren Erfindung da überhaupt hat. Und die, ich habe am Ende dann immer gefragt, ich sage, hallo, ist noch jemand am Telefon? Das ist... dann merkt man, dass das rattert dann. Ne? Genau, das fing an zu rattern. Die haben einfach gesagt, Heiner, sorry, wir müssen gerade erstmal Luft holen, weil wir haben einfach gedacht, ja, wir können ein bisschen Gemüse hacken mit dem Ding. Mhm. Ja, klar, Gemüse hacken könnt ihr auch mit dem Ding, aber das hat so ein Wahnsinnspotenzial, das Teil, ja. Sowas macht mir, das merkt man vielleicht auch, es macht mir unheimlich viel Spaß, darauf hinzuweisen, darum mitzuwirken und dabei zu sein, genau. Ja. Was mir halt wichtig ist, da ist auch, glaube ich, das, was uns gegenseitig auch zusammengebracht hat, ist nicht nur Wissensaustausch, sondern dass einfach die Menschen menschlicher sind, als sie vielleicht jetzt gerade so sind oder menschlicher werden. Und das ist ein großer Wunsch auch, denn gemeinsam können wir viel erreichen und in unseren Schützengräben sehen wir nicht viel und erkennen wir nicht viel. Ne? Das ist so wie der Vogel Strauß, der den Kopf in den Sand steckt, der hat auch den Blick fürs Wesentliche verloren und das ist einfach das, was wir uns zu eigen machen sollten, dass wir halt den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern immer mit frischem Mut und frischen Ideen wieder jeden Morgen ins Leben starten. Das Leben ist schön, auch wenn es manchmal sich nicht so anfühlt, aber das Leben ist schön. Das ist was ganz Besonderes und das ist einfach auch etwas, was ich auch immer gerne und immer wieder gerne sage und das macht das Leben auch leichter, wenn alle das so sehen würden. Ne? Du, zu dem Schlusssatz möchte ich schon gar nicht mehr viel sagen. dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank, Heiner, dass du dir die Zeit genommen hast. Und nochmal an die Zuschauer. Heiner findet ihr auf soilify.org. Die Internetseite wird unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und da wird noch ein Portal entstehen für verschiedene Sachen, was mit Direktsaat, Regenerative Aquaculture im englischen Verständnis zu tun hat und unter anderem auch der Punkt Beratung und da findet ihr den Heiner und irgendwann vielleicht auch noch ein paar Leute mehr. Vielen Dank und ja, schönen Tag noch. Jo, bis bald mal. Tschüss.